Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Finals. Heute sehen wir uns die mittlere Klasse an. Mit der AKM. Ich habe vor, heute wieder zwei Runden zu spielen. Eine Runde hier mit der AKM, das ist so die Standard-AK, das Standard-Sturmgewehr, das man so mit der mittleren Klasse hat. Und in der zweiten Runde sehen wir uns dann noch hier den R357 Revolver an. So, als Special habe ich nur den Heilungsstrahl. Ich habe jetzt hier nicht allzu viel freigeschaltet. Ich habe noch eine Waffe, bei der ich dachte, dass sie ganz cool aussieht. Ob ich die hier heute noch zeigen werde oder erst beim nächsten Mal, müssen wir abwarten, wie schnell die Runden gehen. Und ja, das wird es für heute sein. Die mittlere Klasse. Ich denke, der größte Unterschied zur leichten Klasse ist natürlich in erster Linie die Waffen und die Größe an sich und die Statur etc. Aber auch, dass man keinen Greifhaken hat, obwohl ich den beim letzten Mal ja nicht allzu oft eingesetzt habe, weil ich auch komplett drauf vergessen habe. Naja. So, heute geht's wieder nach Las Vegas in einer klaren Nacht. Alles klar. Das ist jetzt wieder der andere Modus mit der Cashbox und mit den Tresoren. Und es ist so quasi nicht der Modus, wo man Münzen aufsammeln und abgeben muss. Was für mich zumindest der spaßigere Modus ist. Und da sind wir ja schon, The Life Wires. Passt gut zum heutigen Bild, weil ich hier ja auch mit dem Heilungsstrahl unterwegs bin. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Gadget-Ausbeute für den Anfang. Ich habe jetzt hier the powerhouses, the big splash, and finally, the live wires. Ja, ich habe jetzt hier auch nichts nichts mit eingepackt, was mir in irgendeiner Art und Weise destruktiv helfen könnte. Habe ich nichts. Das ist ein Gegner. Oh, hi. Holt ihn. Win. B. Ah, shit. Noch einen höher. Oh Gott, die Waffe kann ja ist ja mega ungenau. Was für eine AK, denke ich, nicht ganz so gut ist. Mega gut. Awesome. Ah, shoot. Feueraua, nicht zum explosiven Tank gehen. The
Oh shit, Irgas haut richtig rein. Ist ja interessant. Nein, Team Wipe. Shit, und jetzt holt sich der Lila und Orange. Vielleicht macht der Lila den Orange noch weg, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Ich habe auch den Heilungsstrahl, auf den habe ich auch ganz vergessen. Auf den habe ich vergessen, den habe ich vergessen. So. Ja, Feuer ist böse. Das sind die ersten 10.000 für uns. Mega awesome. Gegnerische Statuen kann man im Übrigen nicht nicht aufnehmen. Gooing things up. The live wire is pulled forward, opening vault 2. Goo grenade out. Nee. Man kann die täglichen Missionen nicht innerhalb einer Mission einsehen. Das ist vielleicht noch sowas, was hier hinzukommen könnte. Ich könnte aber auch mal ganz fix zum Revolver wechseln. Und dann in der zweiten Runde nehme ich die andere Waffe mit, die ich gekauft habe. Das wäre eine Idee. Noch weiter hoch. So, jetzt gehe ich hier mit dem schicken Revolver rein. Auf den ich diesen krassen Glitzer-Skin aufgemacht habe. Den gönne ich mir auch. Rennt einer unsichtbar rum. Den habe ich aber interessanterweise gesehen. Ist auch strange. Den unsichtbaren dritten sehe ich. Aber den anderen sehe ich nicht. Oh lol. Der eine Kill am Cash-Out, der war nicht schlecht. Das müsst ihr zugeben. Das habe ich gut gemacht. Oh, ich werde wiederbelebt. Awesome. Das ist das beste Team. Die will ich nie wieder abgeben, die Leute. Was ist das für eine mega geile Waffe? Oh. Heilung.
Yo, mega geiles Team. Epic. Our contestants' newfound fame is real. Okay, die Startwaffe, also diese AK, die Startwaffe von der mittleren Klasse, die ist gar nicht mal so gut. Oder ich kann mit der auch absolut nie, einfach absolut nicht spielen, kann natürlich auch sein. Yo! Beide Tresorrage geholt, beide Male abgecashed. Mega awesome! Gürteltasche. Aber das sieht beschissen aus. Ja, die AKM, die wechselt, denke ich, die instant gegen die andere Waffe aus. Obwohl ich auf ihr den Skin habe, aber komm. Und dann gehen wir direkt in noch eine Runde rein. Ich kann auch überhaupt noch nicht Turniere spielen, dafür muss man, ich denke, 12 Runden insgesamt spielen. Aber beim letzten Mal hat es hier 10 angezeigt. Gerade hatten wir eine. Ich habe noch ein bisschen gespielt. Und man muss auf jeden Fall ein paar Runden normal spielen, also ein paar Runden Quickplay. Und dann kann man in Turniere rein, die dann auch über mehrere Runden gehen. Mit so Ausscheidungen etc. Ist richtig awesome. So. Okay, und wir gehen wieder in Las Vegas. Bei einer klaren Nacht rein. Finde ich nicht schlecht. Die Map kennen wir ja jetzt so ein bisschen. Und ich bin auch gespannt, wie sich die neue Waffe so verhält. Die FCAR. Das ist, denke ich, so eine SCAR. Vom Waffenmodell her wäre es eine SCAR, schätze ich. Ich bin jetzt aber auch kein Waffenexperte. Ja, also da dürfte mich nicht für absolut perfekt gebildet halten. Der Retros. Das gefällt mir auch. So, rein da. Ich sehe direkt, die Waffe hat ein Visier. Das ist schon mal awesome. So, mehr gibt's hier nicht. Nee. Stimmt, ich wollte den Nahkämpfer auf einen anderen Knopf legen. Boy, oh boy, are we in for a treat today? The mighty will need to reboot. Team White. The retros are busy unwrapping Vault 1. Kollegen gesehen. Es ist nur noch die Frage, wie ich da hochkomme. Ah, so. The Retros have succumbed to multiple eliminations. Only one member remains. Nein. Nein. The Retros are all fired up. They've started our first cash out. Ich höre irgendwo einen. Von wo? Wie kam der rein? Von wo kam der rein? So ein Mist, aber auch. J. Schleim wird hier nicht ganz so wichtig sein. Zack.
Jetzt habe ich es nicht genau gesehen. War das ein pinker Gegner oder ein lilaner? Pinken, die können wir eigentlich bewusst ignorieren, mehr oder weniger. Sind nämlich hinter demselben Ziel her wie wir. Die wollen auch den Tresor übernehmen, wie das. Ach komm, so knapp. Ja, der ist weg. Shit, und ich hab den reingemacht. Ich hab den Tresor reingemacht. Ah. Ja, das tut weh. Zweiter Tresor, wo ist der? The Retros are back. Are over at Vault 2 to check what's inside. Gas mine drop. Arming a mine. C, vielleicht. Deploy jump pad. The retros have a cash out in the works. Nee, Pink lassen wir. Lila muss weg. Shit. Was ein Error, ey. Chance to shine if they can avoid a team wipe. That's a steal. A mighty move from the mighty. Pink ist nicht schlimm. Die Pinken sind aktuell zumindest noch unsere Freunde. Special delivery. Awesome. This mighty just made their return to the arena. Rein da, rein da, rein da, rein da. Ha, heck. So. Oh, I love the smell of a fresh vault in the arena. Well, at least the Mighty's last contestant standing is looking sharp and fearless. Thank you.
Ultralights are in the limelight, unlocking Vault 3. Oh, da war schon einer. Contestants are living up to Ospoos's slogan of pop poor perform. Shit, und da. The socialites are re-entering the arena. Ja, oh nee, das ist nicht gut. Oh, lol, hier geht's ab. Taktik, wenn man so sagen kann. Aber es ist eine Taktik, wie die Leute hocken, scheint wirklich die Wiese zu sein. Hat man das gesehen? Beim Hocken sind die Waffen mega genau. Ah, das ist meine Gasgranate. Oh, schön. Nein, da steht nicht mal ganz drin. Oh. Aber macht nichts, den kriegen wir wieder. Ja, ich hätte vielleicht nicht. Jetzt hätte ich vielleicht auf was anderes wechseln sollen. Toxic Traps in! Ich frage mich schon, warum ich die alle nicht sehe. Rosa ist okay. Rosa kann gerne... Obwohl... Ja, Rosa. Kein Problem. Wir hatten noch nichts. Unsere Hauptgegner waren bisher Dominanen. Ja, und jetzt sind halt beide Teams unsere Hauptgegner. Und jeder hat gleich viel. Das heißt, der letzte Tresor entscheidet. That's a blow to the Retros. Team wiped. Ouch! And just like that, the Socialites are struggling with only one contestant in the arena. Was ist das denn? Einfach nur ein Mülleimer. Okay. Inside.
Aus. The Retros will need to try again. Team wipe. Scotty, they'll want to do a retrospective on that play. The Retros are re-engaging. Gehen safe zu A. Obwohl. That's not how you should RSVP to a party, Scotty. Vintage moves from the retro in style. The shout station has been robbed by the mighty. Risky moves reap rewards. It looks like the laws of gravity are taking a coffee break in the arena. Komm schon, der Typ hat nicht mehr. Nein. Ah, ich war so nah dran. Aber den hatten wir ja sowieso nicht im Tresor. The Socialites are back on the A-list. The Socialites steal a cash out. They're not out there to make friends. At least not today. The Retros are back in play. 30 seconds. Ah, low gravity, das ist lustig, aber ganz ehrlich. Frag grenade out. Wir nehmen nicht an, dass das noch was wird. Kann man hier irgendwie nicht vorstellen? Schade. As we power down the simulation and our contestants unplug, let's take a moment to applaud our new. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob die andere, das andere Sturmgewehr besser sein hätte können, wenn ich damit auch in die Hocke gegangen wäre. Ja. Beim ersten Tresor lief's noch gut. Tja. Der Revolver, der ist auch eine mega krass gute Waffe. Ich glaube, den werde ich bevorzugen, wenn ich mittlere Klasse spiele. Und sonst? Bleibt mir, denke ich, nichts zu sagen, außer vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir die schwere Klasse ausprobieren. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.